Herzlich willkommen zu Wie wird man, der Lebenslauf-Podcast aus Innsbruck. Heute zu Gast bei mir in der Stuben ein Mann, der zwischen Innsbruck und Wien im wahrsten Sinne des Wortes durch die Zeitgeschichte reist und in die Fußstapfen seines Kindheitsidols Carla Kolumna getreten ist. Das ist der Lebenslauf von Florian Gasser. Viel Spaß! Servus, grüezi und hallo, lieber Florian. Guten Tag, Sabrina. Das haben wir jetzt nicht erwartet. Grüezi hat jemand gesagt. Grüezi. Sagst du grüezi? Ja, ich sag schon grüezi. Also du bleibst deinem Tiroler Dialekt sehr treu, das finde ich voll schön. Nein, es kommt davon, wo ich bin. Also jetzt bin ich da im Siglange in Innsbruck und da sage ich schon grüezi, ja. Aber man hört dieses saubere Innsbrucker Deutsch, finde ich. Man kann es verstehen. Es ist nicht ganz verknallt. Es ist nicht ganz, ja, das stimmt. Wobei das Innsbrucker Deutsch, das ist ja so eine Sache, gell? Also das ist ja so eine Mischung aus verschiedenen Tiroler Idiomen und irgendwie kein eigener Innsbrucker Dialekt kommt mir oft vor. Hybrid. Ja, es ist ja also irgendwie, die Ahnen haben das ganz brutal, das ich zum Beispiel nicht habe. Das fehlt da, ja. Das fehlt mir, ja. Und dann gibt es ja wieder die Hochdeutsch reden. Wobei der Großteil von denen übrigens an der Zellgasse gegangen ist. Also das kann man wirklich schon festmachen. Analysen geführt, ja, das ist ganz eine tiefe Analyse. Die reden dann Hochdeutsch. Und ja, also was jetzt genau das Innsbruckerisch ausmacht, ist mir bis heute noch ein bisschen unklar. Der Innsbrucker. Innsbrucker. Florian, freut uns riesig, dass du zu uns in die Stuben gekommen bist. Ja, danke für die Einladung. Ich habe nur so ein bisschen mitgekriegt, dein Zeitplan ist sehr dicht. Also dass du da die Zeit findest für uns, wissen wir sehr zu schätzen. Ja, danke. Danke, dass ich da sein darf. Ich hoffe, du hast es fein. Es ist total fein, es ist total schön da. Für unsere Zuseherinnen und Zuhörer, wir haben vorher schon diskutiert, wie du die positionierst. Das ist jetzt, das ist die Endposition, oder? Ich werde sie sicher ein paar Mal ändern. Also ich bin da immer auf so Couch ein bisschen zuckelig und werde schauen, ja. Kann sein, dass ich mich bewege. Du kannst dich hinlegen, alles machen, was du willst. Okay. Geil, Kameramänner sein, bereit, dass sie den Ausschnitt verändern. Na, verschieden. Florian, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon konsumiert hast. Das ist selbstverständlich. Oh. Uli Bre habe ich mir angekocht. Hast du angehört? Habe ich mir angekocht und haben mir dann gedacht, verdammt, der hat ja echt was zu erzählen. Das ist verrückt, ja. Und ja, von da kann es eigentlich nur bergab gehen, insofern. Weißt du, wir haben bei dir auch ganz viel zu erzählen. Okay. Das funktioniert allein schon mit unserem Lebenslauf-Schnelldurchlauf. Das machen wir immer am Anfang, wo wir mal so ganz roh checken, was bei dir bisher so passiert ist. Okay. Und dann schauen wir, welchen Meilenstein wir zusammen vertiefen. Das darfst du dann frei entscheiden. Ich darf das entscheiden? Ja. Okay. Worauf du Lust hast zu erzählen. Na gut. Okay, wie wird man Florian Gasser? Dein vollständiger Name? Florian Michael Gasser. Michael. Habe ich irgendwie noch nie als zweiten Namen. Es war ursprünglich der erste Name. Okay. Ursprünglich war es Michael Florian Gasser. Und dann war das aber schon alles irgendwie eingetütet. Und dann hat sich meine Mama gedacht, nein, nicht Michael. Also das war halt der Trendname Anfang der 80er. Florian ja auch. Und meine Mama hat sich dann gedacht, nein, eigentlich ist Florian besser, hat mich immer Florian genannt und ich war immer der Florian, aber offiziell war ich der Michael Florian Gasser, was oft zu Verwirrung geführt hat auf Ämtern, wenn der Michael Gasser aufgerufen worden ist und ich natürlich nicht geschaut habe, weil ich mich nicht angesprochen gefühlt habe. Genau, und irgendwann haben wir das dann auch hochoffiziell umgedreht. Und ist es für dich okay? Oder wärst du lieber der Michael? Ich bin lieber der Florian, weil ich immer der Florian war. Gibt es da ein Nickname auch? Also bist du der Flo auch zum Beispiel? Flori? Ja, also wenn man Florian heißt, kann man sich ja oft nicht dagegen wehren, dass man Flo genannt wird. Ich mag so Namensabkürzungen grundsätzlich nicht übermäßig gern. Es stört mich aber an, nimmer Flo genannt zu werden. Das wird so die Schulzeit gewesen sein, vermutlich. Ja, klar. Dein Geburtsdatum und Geburtsort? 1. April 1981. Innsbruck. Ah, Innsbrucker. Deshalb haben wir Rio auch da, gell? Ja. Und 1. April auch, oh mein Gott, da wirst du oft viele schöne Scherze erlebt haben. Ich kenne sie alle, aber das Coole daran ist, niemand vergisst den Geburtstag. Ja, das ist praktisch. Niemand. Ja. Und vor allem hat man einfach keine Ausrede, gell? Weil das kann man sich einfach merken. Genau. Hast du irgendwas in Erinnerung, wo mal ganz was Lustiges passiert ist? Hat das jemand einmal ausgenutzt, um dir mit einem Aprilscherz zu gratulieren oder so? Also nichts Dramatisches, was mir jetzt ehrlicherweise so in Erinnerung war. Die 0815-April-Scherze, die ich aber natürlich auch immer gemacht habe. Also von dem her.
Ja. Deine Sprachkenntnisse? Ja, innsbruckerisch, leidlich Hochdeutsch, Englisch, ja, ist okay, und ich konnte mal Italienisch, sagen wir so. Ein paar Resteln sind über. Ein paar Resteln sind über, ja, genau. Cool. Kann man gleich einfügen, eben mit dem Adesso, das ja jetzt, wo man gerade vorher erzählt hast, von der Zeit jetzt auch gerade zum Zeitverlag, ja, dazugehört. Kannst du sie jetzt einfach super wieder aufpolieren? Genau, das wäre der Plan. Also ist auch meine Herzensempfehlung zum Vokabellernen, top. Ja. Weil einfach Vokabellisten lernen, forget it, das funktioniert nicht da. Aber im Text oder in der Konversation. Hast du Vokabeln auf Listen gelernt in der Ganz Schule? Ursprünglich schon, ja. Damit man halt einfach am nächsten Tag beim Vokabeltest besteht. Ja. Aber das hat man sich halt 10 Minuten davor im Bus schnell ins Kurzzeitgedächtnis reinklopft. Mhm. Und dann beim Mittagessen war es eigentlich schon wieder weg. Okay. Na, ich habe so mit Vokabelkarteln gelernt. Ah. Also so zum Umdrehen. Ja. Die waren super. Das funktioniert auch. Mhm. Aber am besten ist halt einfach ins Land gehen. Ja, aber das kannst du halt als 15-jähriger Schüler nicht so einfach. Nein, also, das ist schwierig. Und dann fahrst du ins Land von uns aus, über den Brenner nach Südtirol, rennst alle Deutsch. Das ist dann nicht so einfach, deutlich. Nein. Okay, aber es ist auf jeden Fall noch irgendwo in deinem Gehirn vorhanden. Es ist noch da. Sehr gut. Ja. Folgst du einer Religion? Wenn ja, welcher? Hast du folgen Mitglied sein? Ja. Ja, bin ein Mitglied der katholischen Kirche. Nach wie vor? Nach wie vor. Und hast du auch so jedes Jahr den Rappel, wann steige ich aus? Nein. Nein? Und zwar also aus vielen verschiedenen Gründen. Und einer der Gründe ist, dass ich finde, dass... Also ich will diese katholische Kirche nicht den Irren überlassen. Das ist eine gute Aussage. Ja. Mhm. Sehr cool. Hobbys, die du auch im Lebenslauf angeben würdest? Da gibt es ja unten immer eine Kategorie, wo man noch seine Hobbys angeben kann. Es ist schwierig, also keine ausgefallenen. Also weder irgendwie Free Climbing oder mit dem Rucksack durch Wüste stapfen. Tust du beides? Nein, eben sage ich, eben keine ausgefallenen. Ja, also schon. Also das Klassische, ich lese wahnsinnig gern. Ist praktisch bei meinem Beruf, ich tue es aber außerhalb vom Beruf sehr gern. Was in den letzten Jahren ein bisschen angefangen hat, ist, dass ich doch einiges an Sport betreibe, aber nichts Besonderes. Aber das hat früher null Rolle in meinem Leben gespielt, wirklich null. Ich war in der Schulzeit der als Letzter ausgesucht worden ist für Fußball und Basketball und was weiß ich was. Moin. Nein, ist völlig egal. Oder auch zu Recht als Letzter ausgesucht worden bin, weil es hat mich einfach nicht interessiert und ich habe es nicht können. Ich habe in der gesamten Oberstufe im Gym 2 Tore geschossen. Eins davon war ein Eigentor. Also war schon okay so. Und das ist aber zum Beispiel so eine Alterserscheinung, dass ich einfach mehr Sport betreibe. Genau. Bist du zum Beispiel mit dem Fahrrad jetzt herkommen? Was ja auch sehr vorbildlich ist, auch für unsere Umwelt. Gib schon mal Chapeau. Ja, weil der öffentliche Verkehr daher ehrlicherweise einfach ganz schlecht ist. Also ich weiß nicht, wie man in Sigtlanger, von da wo ich wohne, von der anderen Talseite in Sigtlanger mit dem öffentlichen Verkehr kommt, ohne dass man eine Stunde unterwegs ist. Das ist wirklich eine Challenge. Eben. Es bleibt zwar oben, glaube ich, schon ein Bus stehen, aber da muss dann wieder ein Stückchen gehen. Also ich das war nicht so schlimm, aber wahrscheinlich, um zu dem Bus zu kommen, muss ich zweimal um... Also Katastrophe. Können wir gleich dazu sagen, Pradl ist deine Hut, gell? Gewesen. Also ich wohne jetzt nicht mehr in Pradl, schon länger nicht mehr, aber ich bin in Pradl aufgewachsen, bis ich so, ja, du warst 18, 19. Mhm. Dann bin ich weggezogen, dann habe ich woanders gewohnt und hin und her und da WG gehabt und dort. Bin dann wieder zurückgezogen nach Pradl und habe dann noch einmal so 10, 12 Jahre in Pradl gewohnt und jetzt nicht mehr, aber es ist, wenn du sagst, meine Hut, ja, irgendwie ist schon nur meine Verbundenheit Hut. Verbundenheit ist ja, da. Absolut. Das sieht man in deinen Augen. Das sieht man Pradl durch deine Augen. Okay. Meilensteine der Ausbildung. Vom Kindergarten bis zur letzten Fortbildung. Schneid sie mal einfach so an. Boah. Wie lange haben wir Zeit? Also der Kindergarten war schon sehr cool. Ja, finde ich auch, also oder? Der Kindergarten war wirklich, wirklich toll. Ich war schwer verliebt in die Kindergartenpädagogin, wirklich. Das war sehr toll. Volksschule war ein bisschen anders. Da war in Innsbruck, oder?
Im Pradl natürlich. Ah, natürlich, was für eine Frage, Sabrina. dann Hauptschule in Leopoldschule, ich weiß nicht, heißt die jetzt Fritz-Prior-Schule, kann das sein? In der Leopoldstraße, jedenfalls. Okay. Und dann Borg in der Fallmarayerstraße. Echter Meilenstein war daran eigentlich nichts an der ganzen Schulzeit. Vor allem in Borg, ich war jetzt ehrlicherweise so ein mittelmäßiger Schüler, bin dann einmal durchgefallen in der 8. Klasse. In welchem Fach? Ich frage nicht. Nicht Turnen? Nein, nicht Turnen. Was waren das alles? Italienisch. Oh je. Und Mathematik, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Mathematik kann ich verstehen. Oh Gott. Ja, wobei bei Mathematik ist dann was passiert. Das ist jetzt kein Meilenstein, was mit meinem jetzigen Job nichts zu tun hat. Aber ich habe dann die 8. Klasse wiederholt. Und ich bin halt trotzdem schlecht geblieben in Mathematik. Und bin dann zur Matura antreten in Mathematik. Zur mündlichen. Und das war ein Desaster beim ersten Antreten. Ich bin da gesessen mit dem Zettel. Du kennst es bei der Matura, da sitzen ja die Prüfungskommission, die Lehrer, irgendein paar Leute, die zuschauen werden, sitzen da und du kannst dich da vorbereiten eine Viertelstunde. Und bin da gesessen mit dem Zettel und habe gedacht, ich habe keine Ahnung, wie ich nur anfangen soll. Wow, schlimm. Bin dann rausgegangen und habe einen Zettel abgeben müssen. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Und dann so, ja, okay, was mache ich jetzt? Und habe mich dann im Sommer überhingesetzt mit jemandem und habe Mathematik gelernt. Relativ viel und relativ cool. Und das hat mir voll taugt. Es hat mir angefangen, richtig zu taugen. Dann habe ich die Matura wiederholt und habe in München einen Ansatz gekriegt. Wow. Und bin seitdem totaler Mathematik-Fan. Also so, dass ich, finde ich total spannend. Ich kenne mich nicht gut aus, also ich kann jetzt nicht was vorrechnen oder so, aber die Idee von Mathematik, aber auch von Physik, finde ich super. Aber dein Gegenüber, mit dem du gelernt hast, hat er das wahrscheinlich dann entfacht, dieses Feuer, oder? Das genau. Macht ja so viel aus, oder? Genau, also das Interessante war daran, dass wir das nicht nach dem Buch gelernt haben, sondern es war so, wir haben uns angeschaut, was ist das Thema und uns dann selber erarbeitet. Mhm. Und das war eigentlich das Spannende dran. Und jetzt, ich habe mal vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, Fermats letztes Rätsel, glaube ich heißt es, von Simon Singh, wo es halt auch, im Grunde erzählt er die Geschichte der Mathematik anhand von einem Satz, a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Und die Frage ist immer, stimmt, also weil a hoch 3 plus b hoch 3 ist nicht gleich c hoch 3. Mhm. Und die Frage ist, stimmt das für alles, also für alles über hoch 2? Ja. Und der Beweis dafür, dass man ewig lang braucht. Und in dem Buch wird die Geschichte dieses Beweises erzählt, von der Antike bis heute. Finde ich super. Spannend. Ja. Muss man es auch fast durchlesen. Vor allem als Mathe-Hater, wie ich es war. Muss man nicht, aber ich habe es interessant gefunden. Ah, es hat eben schon mal spannend geklungen. Ja. Das kannst du meiner Meinung nach generell gut. Schwierige Sachverhalte spannend verkaufen. Weil gerade in eurem Podcast, wo wir sicher noch darauf zu reden kommen, das Thema Politik ist ja auch ein sehr schwieriges Thema. Aber wenn man euch dazu hört, kriegt man Bock auf Politik. Das klingt jetzt ganz hart gesagt, gell? Das ist ein sehr schönes Kompliment. Weil das so freundlich, neugierig und spannend erzählt wird. Weil ihr nicht da sitzt und ihr seid jetzt die großen Macker, die da jetzt über Politik was erklären und erzählen, sondern eure Meinungen teils und die rohen, authentischen Meinungen teils macht auch viel aus, weil oft legt man sich die Sätze ja zurecht, damit man ja korrekt argumentiert. Mhm. Aber das ist bei euch genial. Also wieder, Chapeau. Danke, danke. Und die Stimmauswahl ist auch cool von euch dreien. Naja, die haben uns ja nicht ausgesucht, das ist Zufall. Wir erwähnen es jetzt einfach schnell für unsere Zuhörer. Servus, grüezi, hallo, wie ich dich vorher begrüßt habe, so heißt euer Podcast. Genau. Der Alpen-Podcast kann man dazu sagen, oder? Ja, man kann auch Alpen-Podcast sagen. Also geht es darum, dass der Matthias Daum, ein Kollege aus Zürich, der leitet die Schweizseiten der Zeit, Lenz Jakobsen ist Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin und ich, wir reden einfach jede Woche über Dinge, die in unseren Ländern passieren, was uns trennt, was uns eint, was gerade los ist in den einzelnen Ländern und so. Genau. Und ursprünglich war die Idee, dass du mit dem Matthias zusammen einen Podcast machst, oder? Mhm. Und irgendwie habe ich was aufgefasst, das wäre eigentlich das Hause Habsburg oder so. Das Haus Habsburg, ja. Wollten wir das ursprünglich nennen, weil die Habsburger sind ja Schweizer.
Eben, und, das ist ja das Spannende. Also vor 1000 Jahren waren sie Schweizer. Und genau, wir wollten das ursprünglich zu zweit machen und haben das bei Zeit Online vorgeschlagen und die haben gesagt, super, machen wir, aber erstens der Name sicher nicht. Und es sollte noch Deutscher dabei sein. Und sozusagen, dass der die für Deutschland interessanten Bälle an uns zuspielt. Und die haben absolut recht gehabt. Also hat uns nichts Besseres passieren sorgt. Können. Genau. Nein, es ist echt ein super tolles Dreieck. Also es funktioniert. Lass mal es ganz kurz eingeklammert haben. Wir kommen noch ausführlicher dazu, gell? Weil wir sind ja noch bei deinen Meilensteinen der Ausbildung. Ja, die sind jetzt so nicht Borg so viele. Beim Borg sind wir stehen geblieben. Beim Borg sind wir stehen geblieben, genau. Ja, dann habe ich halt irgendwann einmal meine Matura gehabt, während dem Zivildienst. Und dann habe ich angefangen zu studieren, in Innsbruck Geschichte und Politikwissenschaft. Und habe aber nur Politikwissenschaft fertig gemacht am Ende des Tages. Genau. Hat es da einen Grund gegeben? War Geschichte dann nicht so? Naja, also es hat mehrere Gründe gegeben. Erstens, ich war dann Erasmus-Semester in Italien, in Perugia, 2004/2005 war das. Und bin dann zurückgekommen und habe dann durch totalen Zufall angefangen, im Journalismus was zu machen. War wirklich ein Zufall. Das heißt, ich habe auch schon angefangen zu arbeiten, mehr oder weniger. Mir hat für Geschichte nur das Latinum gefallen. Und dann kam Bologna, also der Bologna-Prozess an den Unis. Und dann war klar, wenn ich nicht in den neuen Studienplan fallen will, dann muss ich jetzt relativ schnell fertig machen. Und dann habe ich halt Politikwissenschaft fertig gemacht. Hat das gewonnen. Okay. Ja. Sehr cool. Okay, also das war Uni Innsbruck, Uni Perugia. Und dann ist es schon abgegangen mit dem Arbeiten. Genau, also das war aber so ein fließender Übergang. Also ich habe 2006, bei Online-Magazin angefangen, beim Wiener Online-Magazin. Aber das war mehr so, also das war mehr so die Idee, das mal auszuprobieren. Und gar nicht mit dem Ziel, Journalist zu werden am Anfang. Das wäre jetzt die nächste Folge gewesen, ja? Ja, was? Hat das die Intention, war in Journalismus zu gehen? Naja, da gibt es zwei Erzählungen dazu. Ich kann das extrem romantisch erzählen und es stimmt. Ich kann da die Wahrheit erzählen, die stimmt auch. Oder ich kann da ein paar erzählen. Sag mir die Wahrheit. Naja, zur Wahrheit gehört natürlich der erste Teil auch. Du kennst sicher Benjamin Blümchen und Bibi Carla Blocksberg. Carla Kolumna. Ich wollte Carla Kolumna sein. Immer schon als Kind. Mit der Vespa, das Italienische alles, dabei. Alles. Ich wollte, und zwar wirklich brutal früh schon Carla Kolumna sein und Journalist sein. Das ging dann so weit, dass ich mal im Fasching irgendwann als Reporter gegangen bin, was natürlich niemand erkannt hat. Ich meine, wie gehst du als Reporter? Was hast du da, Brille aufgesetzt? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da kappel. Wahrscheinlich eine Kamera umhangen und was weiß ich was. Genau, und dann aber, also das hat sich dann auch in der Oberstufe im Gym nicht verlaufen. Es war schon immer da, so als Idee, aber habe das dann nicht groß weiterverfolgt und im Studium. Also wenn man anfängt zu studieren, vor allem irgendwas Geisteswissenschaftliches, da ist man in die ersten, sagen wir mal, 2-3 Semester, wird man sehr schnell zum akademischen Snob. Yes. Genau. Kann ich bestätigen, ja. Kommunikationswissenschaft. So. Oh. Und das war natürlich bei mir auch so. Also ich bin sehr schnell da zum Snob geworden. Und, woran liegt denn das eigentlich? Man ist halt von wahnsinnig interessanten Leuten umgeben, von viel Wissenschaft. Man lernt so Sachen wie Zitieren, Umgang mit Fachliteratur. Ja. Und macht schon Sinn, ja. Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, und da ist mir der Journalismus oder überhaupt Journalistinnen und Journalisten wahnsinnig auf die Nerven gegangen. So, keine Ahnung von nichts, aber zu allem eine Meinung. Und da ist es eigentlich einmal wirklich gestorben dann. Und dann habe ich, also dann wollte ich ganz andere Bereiche gehen, haben eher so NGO-Bereich. Und bin bei dem Online-Magazin angedockt, eigentlich mehr mit der Intention, ich will lernen, wie man Geschichte erzählt, weil es einfach immer wichtig ist. Wie erzählt man was, wie schreibt man was auf? Und bin dahin und da sind zwei Sachen passiert. Das erste, ich habe mich wohl nicht so doof angestellt. Aber das viel Wichtigere war, dass ich dort Leute kennengelernt habe, die ja heute noch im Journalismus sind. Das sind heute großartige Journalistinnen und Journalisten. Und die habe ich dort kennengelernt, alle so Mitte 20,
Die waren so toll. Das waren so tolle Leute, mit denen hat man so interessante Gespräche führen können. Irgendwie so, wenn man Themenvorschläge gehabt hat, dieses Austauschen, dieses Sparring, ist es gut, ist es schlecht, mit welchen Inputs von allen möglichen Richtungen. Und ich möchte eigentlich mit solchen Leuten will ich total gerne mein Berufsleben verbringen. Schön. Und so hat es dann angefangen. Mhm. Aber da habe ich nur studiert, also da habe ich nur Vollzeit studiert. Aber wenn du Mitte 20 bist, bist du eigentlich für einen Einsteiger in Journalismus schon nimmer der Jüngste. Ja, auf der späteren Seite auf jeden genau, Fall. Mhm. Genau. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ich gebe mir jetzt irgendwie 2 Jahre und probiere das mal. Und habe dann einerseits Glück gehabt, dass ich relativ coole Praktika gekriegt habe. Also ich war einmal bei der APA einen Monat und dann war ich bei der Zeit in Hamburg im politischen Ressort für 3 Monate. Hast du dich da schon verliebt in die Zeit? Ja, klar. Das sind die ersten Connections sozusagen. Ja, ja, klar. Und habe dann angefangen, eben dann irgendwie das Studium versucht, so schnell wie möglich fertig zu machen und gleichzeitig Fuß zu fassen als freiberuflicher Journalist. Und habe das viel in Innsbruck gemacht. Ich habe zum Beispiel, das kenne ich sicher, das 60-20, ja, das Magazin. Stadtmagazin. Genau, für die habe ich sehr viel gemacht. Und in Wien aber auch, ich war dann beim Monatsmagazin Datum. Mhm. Genau, und so hat es dann angefangen alles. So bist du reingerutscht sozusagen. Genau. Führt mich jetzt noch zu unserem, eigentlich der vorletzte Punkt. Der erste Job, war es tatsächlich dann ein journalistischer, mit dem du Geld verdient hast in deinem Leben? Der erste Job, mit dem ich Geld in meinem Leben, war viel früher. Ich habe mal in der Zollfreizone als 15-16-Jähriger im Lager so Schokolade verpackt und umgepackt und so Zeug. Und genascht? Nein, das hast du nicht dürfen. Nicht? Das ist mein strengstes Verbot. Und ist auch nichts mitgegangen? Nein. Brav, vorbildlich. Genau, das war der erste Job, mit dem ich Geld verdient habe. Ja. Okay. Dein schlimmster Job? Die waren eigentlich alle ganz cool. Also wirklich schlimm. Hat. Also es war sicherlich der erste Job, der unattraktivste Job. Ich weiß noch, wie der in ersten Tag war, weil du stehst da halt an so einem Band und ich habe den ganzen Tag die gleiche Bewegung gemacht. Sehr anstrengend, oder? Und nee, es war vor allem für mich Kopf total anstrengend. Also ich weiß nicht, dass ich dann, wie ich heimgekommen bin ich sofort schlafen gegangen. Und habe dann davon geträumt, von der Bewegung. Aber das ist dann auch wieder vergangen. Also überhaupt nicht schlimm, ich will ja nicht jammern. Aber wahrscheinlich jetzt, wenn man Abstufungen machen will, war das der Job, wo ich mir am ersten denke, okay, muss ich nicht normal machen, aber es war jetzt nicht schlimm. Okay. Aber habst du dann zum Beispiel zum Geburtstag zumindest schon Schokolade gekriegt? Das war ein Sommerjob während der Schulzeit, okay. Also da fällt mein Geburtstag mit ein. Ja. Isst du Schokolade? Ja, ja, klar. Okay. Und um das abzuschließen, unseren Schnelldurchlauf, dein aktueller Job, dein Berufsstatus, wie würdest du den bezeichnen? Es gibt die normale Beschreibung. Ich bin Redakteur und bei der Zeit und leite den Wiener Büro. Also Journalist und Autor und sozusagen kann man da auch Chefredakteur dazu sagen? Nein, kann man nicht. Nein. Chefredakteur bin ich nicht. Chefredakteur ist Giovanni Lorenzo bei uns. Mhm. Und ich leite einfach das Büro der Zeit in Wien. Genau, also die Österreich-Seiten, sagt man dazu, oder? Genau, also ich leite die Österreich-Seiten. Wir sind aber auch das Korrespondentenbüro für alles, was mit der Zeit zu tun hat. Mhm. Also von Zeit Online über das Blatt selber oder andere Magazine, die es bei uns gibt. Das geht so von, meine Kollegin, die Christina Pausackl, schreibt mir regelmäßig für das Magazin Zeitverbrechen. Ich habe mal fürs Zeitgeschichte-Heftel schreiben dürfen. Mhm. Genau. Und dem Ganzen fügen wir noch Podcast-Host dazu. Genau, das kommt auch noch dazu. Ja. Wie lange gibt es euren Podcast schon, dass wir jetzt einmal da drauf kommen? Wir haben angefangen im Jänner oder Februar 2018. Ziemlich genau als die türkisblaue Bundesregierung gestartet ist. Also Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache. Also die brodelnde Suppe, hab's da gelöffelt. Genau, also wir sind eingestiegen. Das war natürlich auch ein Vorteil, da hat es wahnsinnig viel Interesse an Österreich gegeben. Mhm. Und da sind wir eingestiegen. Und da sind halt dann innerhalb allein von den ersten 2 Jahren so viele Verrücktheiten passiert, die natürlich für einen Podcast, ich meine, die sind Podcast Gold.
wenn man darüber redet. Vor allem für euer Thema. Ja, ja. Und da gibt es ja auch diese Kategorie, der Spinner der Woche, oder wie nennt sich das? Die Spinnen, die Österreicher, die Deutschen, die Schweizer. Ist das, wie ist das entstanden? Also es ist ja ganz cool, weil es so ein bisschen ein Freifahrtschein ist, da kann man einfach mal sagen, wenn es kacke ist, oder? Das feiere ich total in dem Podcast. Ja. Ist das aufgrund dessen passiert, weil es angefangen habe, es da irgendwie zu priorisieren und zu sagen, hey, was ist das Schlimmste, was passiert ist? Oder nein, was ist die? Also wie es entstanden ist, ganz genau weiß ich es gar nicht mehr, aber es war klar, dass man den Podcast irgendwie strukturieren muss. Mhm. Und ich glaube, wir haben in der Mitte auch noch eine Kategorie, wen man kennen muss. Die war, glaube ich, zuerst da und dann hinten raus noch eine. Und ich hab relativ gefremdelt, wie das vorgeschlagen worden ist mit den Spinnen, weil es halt schon so apodiktisch ist, die Spinnen. Finde es aber im Nachhinein, also ich bin froh, dass ich mich da nicht durchgesetzt habe, weil ich finde die super. Sehr wertvolle Kategorie. Ja, absolut. Und wir haben ja auch manchmal ein liebevolles Spinnen drin. Ja. Also das ist ja immer der Charme dabei. Ja, also manchmal ist es ja so, dass man sagt, okay, aber ein bisschen Spinnen tut es schon. genau. Florian, dann lass uns vielleicht einmal auf deinen Berufsalltag schauen, auf die Zeit, auf das Wochenmagazin, das an die 600.000 Exemplare in der Woche eben verkauft. Wie kann man sich das vorstellen? Du gehst da rein, ich habe das Büro in Wien, dann wird es vermutlich einmal eine Sitzung geben, was sind die Themen? Also mir wird dieser Prozess vom Gedankenaustausch bis zum gedruckten Blatt einmal interessieren. Was sind da für Schritte zu erledigen? Also die Woche beginnt am Mittwoch. Okay. Und meistens ist es so, dass, also wir haben ja jetzt, wenn man jetzt nur aufs Printprodukt schaut, haben wir 3 oder 4 Seiten jede Woche. Also jede zweite Woche haben wir 4 Seiten und sonst 3. Und am Mittwoch ist so der Tag, wo wir sind zu viert in Wien, uns zusammensetzen und überlegen, erstens, was haben wir schon für Texte? Also was haben wir schon vereinbart? Was ist schon da? Was können wir nächste Woche bringen? Was ist gerade hochkommen? Was ist relevant? Wo haben wir das Gefühl, wir müssen nächste Woche was bringen? Wobei das Müssen ist schwierig, weil wir sind ja kein Nachrichtenmagazin. Also wir erzählen nicht die Woche nach. Sondern wir überlegen uns wirklich ganz klar, was lassen wir alles weg? Und worüber finden wir, ist es wichtig, dass wir was machen? Was beschäftigt Österreich in dem Sinne? Genau. Und da muss man natürlich auch auf die Mischung schauen, auf diesen 3 Seiten, dass man irgendwie nicht sagt, wir haben jetzt 3 Themen zur Finanzpolitik auf 3 Seiten. Das will ja keiner lesen. und genau, das machen wir meistens am Mittwoch. Am Donnerstag ist... zuerst, also rede ich meistens oder jemand anderer von uns mit dem Layout und mit der Bildredaktion, was haben wir geplant, wie kann man das gestalterisch darstellen auf den Seiten. Am Donnerstag ist auch die große Konferenz in Hamburg, wo einfach alle auch zugeschaltet sind, wo darüber gesprochen wird, wie ist die aktuelle Ausgabe geworden, also gibt es Blattkritik, was planen wir für die Wochen danach. Und dann ist so Donnerstagnachmittag und Freitag, also wenn ich eigene Geschichten habe für die Woche drauf, dann kümmere ich mich um die oder ich kümmere mich um Texte, die andere geschrieben haben. Ich spreche mit Autorinnen und Autoren, die für uns schreiben und bereite es halt vor und langsam entsteht gleichzeitig das Layout. Und dann Montag, Dienstag ist Blattproduktion. Das heißt, am Montag schaut man schon, was ist schon da. Was kann man vielleicht schon ins Layout reinstellen, schon redigieren, was kann man ins Korrektorat nach Hamburg geben. Und es ist dann ein großer Prozess, wo die Seiten überall noch hingehen, wer die sich noch alle anschaut. Am Dienstag in der Früh nehmen wir auch den Podcast auf, also den bereite ich dann am Montag meistens vor, am Freitag sprechen wir die Themen ab. Ist ja lässig, dass das Teil deines Tagesablaufs ist, oder? Ja, also genau, also das ist einfach ein Fixpunkt geworden über die Zeit. Eben am Dienstag in der Früh nehmen wir einen Podcast auf und danach ist Blattproduktion und die dauert mal kürzer, mal länger und Dienstagabend sollten wir fertig sein. Auf diesen 3 bis 4 Seiten, wie viele Artikel haben da Platz? Naja, die sind ja bei uns relativ lang. Wir haben meistens einen Artikel pro Seite. Wir haben manchmal auch wirklich ganz große Geschichte, dass man sagt, die machen wir auf 2 Seiten.
Bei manchen Seiten ist es fix vorgegeben. Also wir haben jede zweite Woche das Unterhaltungsinterview. Das ist einfach ein Interview auf einer Seite. Aber ja, also zwischen 3 und 4. Und du selber als Leiter, wie oft schreibst du wirklich? Das kommt auf die Woche drauf an. Also was ich jetzt noch nicht dazu gesagt habe, ist, dass wir halt eben gleichzeitig neben dem, dass wir das Blatt planen, ja eben ein Korrespondentenbüro sind. Also das war jetzt zum Beispiel bei den EU-Wahlen vor kurzem der Fall, dass wir für am Wahlsonntag selber für Zeit Online gearbeitet haben. Also wir haben für den Live-Blog berichtet. Ich war in Wien auf Wahlpartys, habe von da dann so schnelle Absätze geschrieben, habe dann am Abend noch zusammen mit dem Kollegen Christian Bartler so eine Analyse über den Erfolg der FPÖ geschrieben. Also das kommt da dann noch alles dazu. Ich komme weniger zum Schreiben, das stimmt. Ich mache doch einiges an Interviews und ich nehme mir manchmal schon auch die Freiheit, dass ich sage, okay, es gibt Themen, das will ich jetzt einfach machen, weil es mir gefällt. Also ich bin ja Journalist geworden, weil ich neugierig bin und mich mit Dingen beschäftigen will, die mich eher interessieren. Also auch so ein Beispiel war jetzt, vor ein paar Wochen habe ich ein Porträt über den Hans Platzkummer geschrieben, einen anderen Innsbrucker, der ja ursprünglich mal Musiker war und so knapp dran war, echt der Star zu werden. Also die waren mit Nirvana auf Tour und solche Späße, als Nirvana noch nicht bekannt war. Und jetzt ist er Buchautor und zwischendrin war er Techno-DJ. Und auch sehr erfolgreich. Und wir waren alle immer erfolgreich. Und es ist halt so, wie geht das? Und ich wollte einfach mal ein Porträt über den machen. Und das war zum Beispiel so was, was ich einfach machen wollte. Und dazu komme ich seltener, aber ich versuche, so Räume zu finden, wo das möglich ist. Ja. Ich finde das brutal schön, weil dein Beruf dir auch sehr viel Freiheit gibt. Also, dass du wirklich entscheiden kannst, ich will das machen, ich will darüber reden, ich will berichten. Das ist schon sehr wertvoll. Das ist ein unglaubliches Privileg. Also, das ist ein unglaubliches Privileg. Das ist wirklich schön, hast du recht. Und das finde ich auch selber nach wie vor schön. Und ja. Und wenn man so jemanden wie die Zeit da im Rücken hat, der das unterstützt. Ja. Wow, cool. Und der Podcast eben Dienstagaufnahme, gell? Und wie lang beschäftigst du dich mit dem Podcast? Also wie viel Zeit investierst du das da? Das ist unterschiedlich, das kommt das Thema drauf an. Ich glaube, dass wenn man alles zusammenrechnet, im Schnitt auf einen Tag die Woche kommt. Manchmal, also Arbeitstag meinst du? Ja, also manchmal wird es weniger sein. Manchmal wird es ein bisschen mehr sein, je nachdem, wie komplizierte Themen sind. Also wenn wir jetzt reden über, das haben wir schon länger nicht mehr gemacht, aber über das Pensionssystem, dann brauche ich eine Zeit, um das irgendwie vorzubereiten. Ja. Komplex. Genau. Dann gibt es, bei manchen Themen rutsche ich auch rein. Also wir haben jetzt mal in einer Folge, wir machen ja oft abseitige Themen und wir haben mal jetzt über die Flaggenordnungen in unseren Ländern gesprochen. Oha. Genau. Und das ist halt, also sobald man da mal anfängt zu lesen, zumindest geht es mir dann so, da kommt man auch nicht mehr raus. Also das Siegst war rein. Das meiste, was ich da dazu gelesen habe, war für den Podcast völlig irrelevant am Ende des Tages. Aber ich habe dann so Verlautbarungsblätter des Verteidigungsministeriums, wie, wo, welche Flagge in Kasernen und militärischen Einrichtungen zu sein hat, wenn welcher Gast kommt und wie sie gehisst werden muss und so. Klingt verrückt, aber extrem spannend, ja, oder dass da sowas dahinter steckt. Ja, ja, genau. Es war eben total interessant. Es war natürlich total unnütz, das alles zu lesen. Jetzt ist die Frage, ob man das zur Vorbereitungszeit ehrlicherweise dazu erzählt. Lass mal durchrutschen. Genau, nein, aber im Schnitt würde ich sagen, ein Tag. Okay. Aber wie gesagt, manchmal ist es weniger. Manchmal mehr. Ist für dich Politik Unterhaltung? Ist für mich Politik. Also es ist zumindest die journalistische Bearbeitung von Politik Unterhaltung, weil Journalismus immer eine Form von Unterhaltung ist, egal worüber man schreibt. Also man will das ja immer auf eine Art aufbereiten, dass jemand, der das liest, erstens versteht, zweitens interessant findet und vielleicht sogar noch was mitnimmt. Und dann muss es natürlich auch unterhaltend sein. Weil wenn ich Journalismus mache auf eine Art, dass es zwar fachlich absolut perfekt ist, aber auf eine Art geschrieben ist, dass es niemand lesen will, dann habe ich nichts davon. Ganz genau. Und deshalb
ist das, ja, finde ich schon, dass, also gerade Journalismus, auch politischer Journalismus, ist immer eine Form von Unterhaltung. Deshalb finde ich auch, weil ich von dem Hans-Platz-Gummer-Porträt gesprochen habe, natürlich kann man dann sagen, okay, das ist jetzt so ein Kulturthema für Feinspitze, aber es ist schon auch eine Art natürlich politisch, wenn er darüber erzählt, wie war das zum Beispiel in Innsbruck aufzuwachsen als Punk in den 80ern? Werden wir vielleicht dann später nochmal reden. Also man kann natürlich überall, egal was man tut, Dinge einbauen, die in irgendeiner Form politisch, gesellschaftspolitisch relevant sind, klar. Wenn man den Begriff Politik hernimmt, ja, wie kann man in aller Einfachheit definieren, was ist Politik? Das würde ich mir von den 68er jetzt einfach klauen. Alles ist politisch. Aber du willst wahrscheinlich eher raus, was das politische System ist, oder? Ja. Naja, da geht es um die Verteilung von knappen Ressourcen am Ende des Tages. So einfach wäre es. Ja, so einfach ist es. Und warum ist es dann halt so nicht kompliziert und komplex? Boah. Das ist so richtig aus der Metaebene. Ja. Da muss ich gar nicht. Naja, weil es natürlich unterschiedliche Zugänge gibt, wie man was verteilt. Was ist das Wohle der Gesellschaft? Wie wird, also der Begriff, der jetzt immer verwendet wird, über den man auch streiten kann, ist, wie wird Leistung definiert? Wer bekommt was? Für was ist der Staat zuständig? Für was ist er nicht zuständig? Also da gibt es unterschiedliche Anschauungen. Die treffen halt dann aufeinander und daraus entstehen dann Kompromisse und im Idealfall gute Kompromisse, weil Politik besteht aus Kompromissen, mhm, aus Debatten und Kompromissen. Es ist ein bisschen verloren gegangen, aber an und für sich muss das so sein, sonst funktioniert der Laden nicht mehr. Und um es noch philosophischer zu machen, oh Gott, glaubst du, ist der Mensch wirklich dafür gemacht, dass er für jemanden anderen bestimmen kann? Ich glaube, es funktioniert nur so. Und ja, ich glaube schon, also wir haben uns, es ist ja nicht so, dass wir... Jetzt sind wir voll im Deep Talk. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir ein Gesetzbuch eingeführt haben von 0 auf 100 und gesagt haben, was ist alles erlaubt und was ist alles, mhm, verboten. Sondern es sind Prozesse, die über viele Jahrhunderte gelaufen sind. Also ich finde es zum Beispiel relativ sinnvoll, dass es nicht erlaubt ist, dass du mit der schlagst. Das ist ganz praktisch, gell? Es ist, finde ich wirklich, ja. Es passiert ja trotzdem, aber dann wärst du bestraft. Mhm. Aber ich finde es sehr beruhigend, dass es sowas gibt. Und natürlich ist die Einschränkung von Freiheit schwierig. Und man muss es sehr, sehr gut begründen, warum gewisse Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Jetzt ist die Frage, ist, dass du mit der Schlagsch eine Ausübung deiner Freiheit? Nein, ist es nicht. Weil du mir damit Freiheit wegnimmst. Genau, ja. Und diese ganze Debatte hat man natürlich vor allem während Corona gehabt. Also während Corona, gerade wenn wir in Innsbruck sind, also wahrscheinlich nirgendwo in Österreich ist die Freiheit von uns, die Bewegungsfreiheit, so eingeschränkt worden wie in Innsbruck. Mit den Betretungsverboten, wenn ihr erinnert, im ersten Lockdown. Das ist wirklich arge Betretungsverbote. Mhm. Ich kann mich erinnern, vor meinem Haus ist ein Platz und da war Betretungsverbot auf dem Platz. Der Platz hat Betretungsverbot geheißen. Und da war die große Frage, darf ich jetzt, weil einkaufen gehen hat man ja dürfen. Yeah. Aber eigentlich, ich darf ja nicht über den Platz gehen. Eigentlich nicht, ja. Und ich meine, das war wenig durchdacht wahrscheinlich und in der Schnelle entstanden, aber es waren natürlich Dinge, die extrem stark eingeschränkt worden sind oder viele Bekannte von mir, die Strafen gekriegt haben, weil sie spazieren gegangen sind während Corona. Also Freiheitsrechte einzuschränken ist schwierig, aber ich finde es dann natürlich ganz wichtig, wenn es eben um die Freiheit von anderen geht, eben um beim alten Beispiel zu bleiben, ich will nicht, dass du mich erschlagst. Und ich finde es richtig, dass wir das eingeschränkt haben. Wow, das ist einfach so ein komplexes Thema und da habe ich oft echt wirklich Knoten im Hirn, wenn ich über das nachdenke, gerade die Frage, die ich gestellt habe, ob der Mensch dafür geschaffen ist, über einen anderen zu herrschen. Aber in einer Demokratie ist es ja so, und das ist ja also, war eine ziemlich gute Idee, Demokratie einzuführen, da geht es dann nicht darum, dass jemand qua Geburt oder qua Gewalteinsatz über andere herrscht, sondern dass wir uns gemeinsam jemand aussuchen, der uns repräsentiert. Mhm. Der das aber dann macht. Eigentlich. Der das dann macht, aber den können wir dann abwählen wieder. Das ist ziemlich praktisch. Aber dann brauchen wir wieder einen. Ja, dann brauchen wir wieder einen, der das Ganze macht. Aber willst du es selber machen?
Das ist schon genau eben. Das, oder? So. Das wollte ich nämlich auch fragen, warum du nicht in der Politik gelandet bist. Weil ich das nicht kann. Aber ich wer kann das dann? Ich kenne Leute, die sind ganz tolle Politikerinnen und Politiker. Die können das und die können auch dieses Kompromisse schließen. Aber Journalisten sind ungeeignet für die Politik. Mhm. Also zum allergrößten Teil. Also es gibt ja einige Journalistinnen und Journalisten, die in die Politik gegangen sind. Die Erfolgsquote ist sehr gering. Ich kann das wirklich. Ich habe höchsten Respekt vor jedem, der das macht, und zwar egal auf welcher Ebene. Also es gibt in der Kommunalpolitik wirklich ganz großartige Leute, das musst du einmal machen wollen. Ja. Also stell dir vor, du bist Stadtrat in Innsbruck oder Bürgermeister in Innsbruck. Mhm. Du kannst die Kahne 10 Meter bewegen, ohne dass dir jemand anredet und einen Wunsch an dich heranträgt. Ja. Die eine Hälfte mag die, weil sie die gewählt hat, die andere Hälfte mag die nicht, weil sie die nicht gewählt hat, und nach 2 Jahren mögen die von denen, die gewählt haben, auch die Hälfte nicht mehr, weil du nicht das getan hast, was sie wollen, dass du tust. Also es ist ja alles... Katastrophe. Katastrophe ist es nicht, aber das muss man wirklich wollen und können. Und was würdest du sagen, braucht dieses Profil Politiker, dass er Politiker sein kann? Weil du sagst, ich bin Journalist, ich könnte es nicht. Was braucht es, dass man es kann? Also schon viel Empathie, aber eben auch diese... diese Form von Verhandlungsgeschick, von Geschick, Kompromisse zu erzielen, dass man Mehrheiten findet und Mehrheiten schafft für das, was man selber für richtig haltet. Mhm. Ja, zum Beispiel. Ja, das ist eine Challenge. Naja. Aber hat es den Moment gegeben, wo du überlegt hast, selbst in die Politik zu gehen? Oder war das von Anfang an klar? Ja, als Jugendlicher vielleicht einmal, aber jetzt nie ernsthaft. Florian for President. Nein, auf keinen Fall. Also... Nein, das würde nicht gut gehen. Ich glaube, dass das ganz cool ist, was du machst. Wenn wir da so zurückblicken und zurückhören, was du so erzählt hast. Auf jeden Fall. Wie siehst du, um jetzt wieder zum Journalismus zu kommen, die Zukunft des Journalismus im Hinblick jetzt auf die KI, ChatGPT? Man kann das schon auch optimistisch sehen. Mhm. Nämlich, dass durch KI viele Arbeiten in Redaktionen vereinfacht werden und dadurch mehr Ressourcen für Recherchen frei werden. Glaubst du aber, dass das dann auch mit Quantität zu tun hat, dass man schneller werden muss, dass man noch mehr liefern muss, weil man kann ja? Ja, aber das wäre ja nicht schlecht. Also wenn ich jetzt, sagen wir, durch KI weniger Sachen zu machen habe, die einfach wirklich nur Abarbeiten sind, sondern die ja KI übernehmen kann, zum großen Teil, dann habe ich ja mehr Zeit für Recherchen wieder. Dann habe ich mehr Zeit, um Dinge zu machen, die ich als Journalist wirklich machen sollte. Und ich nehme selber KI ja schon her für Recherchen, so ist es nicht. Also ich verwende ChatGPT ab und an. Jetzt nicht, dass der mir Texte schreibt, die sind derzeit zumindest unbrauchbar. Aber ich frage ChatGPT zum Beispiel schon manchmal, was sind wesentliche Publikationen zu, keine Ahnung, Gesteinsverlagerungen im Gesäuse in der Steiermark, und der spuckt mir das dann aus, und natürlich muss ich das dann selber nochmal alles suchen, und was ist das Neueste, aber der hat mir schon mal gesagt, wo sind die Leute, die sich damit beschäftigen, und wo sind die Publikationen, die sich damit beschäftigen. Und wenn ich die Publikationen selber nicht erliese, weil es 100 Seiten Fachwörter sind, dann kann ich die auch mal in der KI eingeben und sagen, kannst du mir das bitte mal zusammenfassen auf die 10 wichtigsten Punkte? Die muss man dann auch nochmal korrigieren, weil ChatGPT lügt, ja? Ja, natürlich. Ab und an zumindest. Aber ich habe zumindest einmal eine Richtung, in die ich gehen kann, wo ich dann nachschauen kann. Mhm. Also kontrollieren muss ich es dann selber natürlich. Genauso ist es mit der Produktion von Online-Artikeln zum Beispiel. Da gibt es auch viele Dinge, die eine KI übernehmen wird können. Und wie gesagt, also man kann das schon auch positiv sehen. Man muss nicht immer nur sagen, es wird alles ganz furchtbar deswegen. Das glaube ich nämlich auch nicht. Die Phase des weißen, leeren Blattes kann man überspringen. Das ist ganz cool, weil Felix Mitterer hat uns das damals erzählt. Das ist für ihn das Schlimmste, immer sich hinzusetzen. Du hast dieses weiße Blatt vor dir und jetzt musst du loslegen. Ja, aber der ist halt Künstler, das bin ich ja nicht. Also, du klopfst was rein und dann hast du mal was, mit dem du arbeiten kannst. Genau, aber eben, er ist halt, der Unterschied ist, er ist Künstler, er muss sich
eine Welt erfinden im Kopf. Muss was erschaffen. Als Journalist gehst du heraus und schaust in die Welt und schreibst das auf, was da ist. Das ist dann in dem Fall ein bisschen leichter, ja? Weil ja, es ist was komplett was anderes. Ja. Kann ich fast nicht vergleichen, nein, wenn wir ganz ehrlich sein. Nein. Genau. Welche Medien konsumierst du selber auch noch neben Podcast oder eben Zeitung? Welche Informationsquellen nutzt du? Aus beruflichen Gründen sehr viele natürlich. Also ich schaue schon, dass ich zumindest in die wesentlichen Zeitungen mal reingeschaut habe. Online? Oder kaufst du dir ich habe ich habe eigentlich alles Digital-Abos. Mhm. Das hängt aber, also ich hätte sie lieber gedruckt, aber ich verbringe die eine Hälfte meiner Woche in Wien und die andere Hälfte der Woche in Tirol. Pendelst? Ich pendel hin und her und das als Abo hinzukriegen, dass ich eine Hauszustellung machen für die eine Hälfte der Woche und für die andere Hälfte der Woche wo in einem anderen Bundesland, das, ich habe es nicht geschafft und deshalb habe ich E-Paper-Abos von den Zeitungen, ja. Okay, also da mal die komplette Zeitungslandschaft, genau. Um einfach auch... Genau, und auch die wesentlichen Wochenmagazine. Aber das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass ich jeden Tag FAZ, Süddeutsche, Profil, Presse, Standard von vorn bis hinten genauestens durchlese. Also das ist schon auch viel überfliegen, manches dann genauer. Wie viel Prozent deines Tages verbringst du tatsächlich mit Lesen? Nur von Zeitungen oder insgesamt? Machen wir mal insgesamt. Ja, schon viel, weil ich halt eigentlich, wenn ich jetzt im Büro bin, den ganzen Tag vorm Computer sitze. Und das ist halt immer Lesen, auf eine gewisse Art. Computer und am Handy selber auch? Oder ist das immer ein Tablet, wenn du das E-Paper oder so? Also die Zeitungen lese ich immer am Tablet, ja. Also ich lese auch viel am Handy, ja. Aber da mehr so die aktuellen Nachrichten. Also wenn untertags was ist, wenn ich da mal reinschaue, das mache ich am Handy. Radio? Hörst du Radio? Um dich zu informieren oder eher? Ich höre natürlich so wie jeder Journalist in Österreich wahrscheinlich die Ö1-Journale, aber nicht immer im Radio live, sondern als Podcast. Ja, nicht immer nur als Podcast, du kannst auf der Ö1-Homepage die einzelnen Beiträge die anhören. Mediathek, genau, und da sind wir dann anhören, okay, das und das und das interessiert mich, das höre ich nach. Ist aber auch ehrlicherweise ein Luxus von einer Wochenzeitung. Also die Kolleginnen und Kollegen von Tageszeitung, die müssen natürlich das Morgenjournal gleich um die Uhrzeit hören, weil das ist, dass sie wissen, was ist die Agenda eigentlich. Ich meine, das wissen sie selber natürlich auch, aber das ist halt dann, dass in der Früh Minister, Ministerin X zu Thema Y was sagt. Und das müssen sie natürlich sofort antizipieren. Da kann ich mir mal zuerst zurücklegen und wenn ich das nicht um 7 höre, sondern um 9, ist auch wurscht. Ich habe das nur mal bei meiner Zeit im Radio eben mitgekriegt, bei der Nachrichtenredaktion. Es ist schon nicht ohne, dass genau. Das für Druck ist. Also das habe ich eher selten. An Wahltagen zum Beispiel habe ich es dann schon auch, wenn wir jetzt eben noch auf die EU-Wahl zurückzukommen, dann haben wir zum Beispiel einfach das ein bisschen aufgeteilt. Wer sitzt wirklich am Schreibtisch und schaut Nachrichten und hört nach, wer sagt wann, wo, was und wer ist unterwegs bei den Wahlpartys, weil wenn ich jetzt bei einer Wahlparty stehe, kriege ich nicht alles mit, was wer irgendwo sagt. Mhm. Und da haben wir wirklich auch drauf geschaut, auf Geschwindigkeit, dass wir möglichst schnell, wenn jemand was sagt, das auch dann online haben. Mhm. Hast du Lust, ein Statement zur EU-Wahl abzugeben? Ja, das ist jetzt auch schon wieder eine Zeit her. Es war einerseits wenig überraschend und andererseits war es natürlich eine Zäsur. Die Freiheitlichen haben bei einer EU- oder bei einer Nationalratswahl sind noch nie auf Platz 1 gelegen. Und das war immer so, dass die eigentlich, auch wenn sie in Umfang vorne waren, so zum Schluss es dann doch nicht gereicht hat. Und das ist seit der EU-Wahl vorbei. Ist das für dich dann tatsächlich auch emotional oder siehst du das wirklich als Journalist und als Politikwissenschaftler? Passiert bei dir innen drinnen da was, wenn du also, in den Wahlen... Ich weiß, worauf die Frage natürlich rausgeht ganz am Ende des Tages. Ja, ja. Und sagen wir mal so, man hat mir schon Nähe zu allen möglichen Parteien unterstellt. Teilweise am selben Tag. Ich war mal
mal bin ich SPÖ-nah, mal gelte ich als Grün-nah, dann als Neos-nah, als ÖVP-nah, manchmal sogar. Also das ist alles schon passiert. Mir ist eigentlich noch nie unterstellt worden, FPÖ-nah zu sein. Mhm. Und das hat schon Gründe. Ja. Das müssen wir gar nicht genauer ausführen. Nein, steht für sich. Ja. Also man braucht ja nur den Podcast zum Beispiel anzuhören oder auch, was sie über die FPÖ schreibt, dass ich jetzt nicht die größte Freude habe mit einer Partei, die sagt, sie wollen eine Urbanisierung von Österreich. Ja. Die Zeit ist ein linksliberales Medium. Kann man mal so hinstellen einfach, oder? Sie gilt als das. Ja. Ich finde nicht, dass man das, dass das im Blatt sich immer widerspiegelt, aber sie gilt als das. Ja. Aber mit dem kann man das Ganze noch ein bisschen unterfuttern. Ja. Uns einfach so im Raum stellen lassen. Ich weiß nicht, ob man linksliberal sein muss, um zu sagen, gewisse Tendenzen innerhalb der Freiheitlichen sind ein Problem. Also ich kenne viele christlich-soziale Menschen in der ÖVP, die sagen, die lachen die aus, wenn du ihnen sagst, sie wären links. Die aber auch sagen, also mit dem Staatsverständnis, mit dem Demokratieverständnis, mit der Haltung zu Russland zum Beispiel, das ist ein Problem. Ja. Da geht es, finde ich, weniger um links oder rechts. Weil rechts ist nicht das Problem. Mhm. Rechtsextrem ist ein Problem. Genau. Und ja. Und jetzt mache ich so einen krassen Themenwechsel wie überhaupt. Bitte. Musik. Ja. Was für Musik hörst du? Ich habe den Ruf, Altherrenrock zu hören. Was würdest du als Altherrenrock hören? Ich habe zum Beispiel jetzt, bevor ich hergefahren bin, nicht Zeitung gelesen, nämlich, sondern haben noch... Hoffentlich nicht am Radl. Nein. Hab daheim noch das Green Day-Konzert von Rock am Ring kurz angeschaut. Cool. Nicht lang, aber ein bisschen. Jetzt bin ich nicht der größte Green Day-Fan, überhaupt nicht. Aber das habe ich schon irgendwie ganz cool gefunden, dass Green Day noch so, ich weiß nicht, wie viele Leute sind da? 50.000, 60.000 oder sowas. Dass da wirklich so viele Leute noch für Green Day dastehen. Schamanke. Absolut. Ich hör wahnsinnig viel Musik und quer durch. Mhm. Ich habe mir in der Corona-Zeit auch wieder einen Plattenspieler gekauft. Wow. Und Nostalgie. Ja, cool. Nostalgie und auch so dieses, ich höre die meiste Musik auf Spotify. Aber ich habe halt gemerkt, dass ich, so wie ich als Jugendlicher CDs gehört habe, nicht mehr Musik höre und ich das eigentlich vermisse, Album durchzuhören. Ein Track nach dem anderen. Ja, und auch, dass du dich ein bisschen näher damit beschäftigst, dass es auch, du hast ja Geld dafür ausgeben. Und das mache ich jetzt wieder öfter. Und genau, und es ist jetzt sicher nicht verkehrt zu sagen, dass vieles von der Musik, die ich höre, aus dem vergangenen Jahrtausend ist. Das ist so. Geht's, glaube ich, vielen gleich. Ja, das ist so. Und gleichzeitig versuche ich aber schon auch und will ich auch aktuelle Musik hören. Mache das auch sehr viel. Denke mir bei ganz vielen Sachen, es ist fad. Aber das ist natürlich halt so. Augwärm die Schlagulasch gut? Nein, aber also jede Generation hat ja das Recht zu sagen, die Musik meiner Jugend war die beste aller Zeiten. Alles, was danach kommt, ist schlecht. Das hat jede Generation immer gesagt. Und jede Generation hat natürlich Recht. So. Das heißt aber nicht, dass später nicht nur gute Musik nachkommen ist. Es kommt ja jetzt gute Musik nach. Also das neue Billie Eilish-Album ist super. Ja, Billie Eilish ist generell super. Das neue Taylor Swift-Album gefällt mir zum Beispiel nicht, aber Taylor Swift-Sachen gibt es auch ein paar gute. Oder das neue Beyoncé-Album ist ein Hammer. Country Girl. Ja, und es gibt gute neue Musik, aber es wäre gelogen zu sagen, dass das, was mich emotional berührt, halt was anders ist. Also natürlich, wenn ich Nirvana unplugged habe, geht mir das Herz auf. Allein der Grund, jetzt vom Radio wieder gesehen, dass es maximal 2 Minuten 40 darf der Track dauern, diese Zäsur einfach, dieses Beschneiden der Musik, weil wir in die 80er schauen zum Beispiel, Intro, es gibt ja keine Intros mehr. Die fangen ja alle bam beim ersten Takt an. Ja, aber nein, das finde ich so... Nein. Das geht mir voll ab. Also, ja, aber da hast du... Das ist ein bisschen geschichtsvergessen, um ehrlich zu sein. Wenn du da Musik aus den 50er, 60er Jahren anhörst, also vor allem nur zu Zeiten vor Rubber Soul von den Beatles, also bevor so das Album-Ding groß geworden ist, die ganzen Lieder, denk an die frühen Beatles-Lieder oder an Nova, Chuck Berry und Co., die haben kein Intro. Ja. Also es fängt alles mit Bam und Gib ihm und es fängt an. Ja.
Also das hat dann angefangen mit dem, dass Alben so groß waren, dass es so durchkomponierte Dinge sind. Und, aber lass mich korrigieren, es geht um die Dramaturgie vom Song. Das ist halt jetzt alles einfach komplett gleich. Verse, Bridge, Refrain. Dann einen Transposer mal drinnen haben, das ist einfach, das fehlt einfach. Nein, was ist natürlich, aber also was es nicht gibt, ist natürlich ein Intro wie Where the Streets Have No Name. Also irgendwie, wie lange geht es? 2 Minuten, bis da irgendwas passiert? Das wird es nicht mehr spielen. Aber dass ich natürlich Kunst, aber jetzt in dem Fall Musik, an der Technik orientiert und die Technik, die Art der Musik treibt, das ist auch nicht neu. Also da irgendwie zu sagen, Spotify hat die Musik ruiniert, nö. Erstens gibt es super Musik und zweitens war das immer schon so, dass auch das Medium, wie Musik konsumiert wird, bestimmt hat, welche Musik gemacht wird. Genau. Das war zu Single-Zeiten so, das war dann zu Album-Zeiten so, dann plötzlich hat jeder auch noch Kassetten gekocht. Discman. Mit dem Discman dann umlaufen, klar. Also plötzlich auf einer CD hat mehr Platz wie auf einer Platte, jetzt sind die Alben auf einmal länger. Mhm. Also das hat sich schon immer... Ja. Aber schlägt ein kleines Rockerherz da drinnen? Ja. Hört man das ein bisschen? Nein, das hört man sehr, sehr schlecht. Das hört man sehr wenig. Es muss auch der Stimmung entsprechen. Es muss der Stimmung entsprechen und und wie gesagt, es gibt ganz, ganz tolle neue Musik, also wirklich ganz großartige Sachen. Ich würde jetzt nicht sagen, alles ist schlecht, was rauskommt, aber ich glaube, dass es halt wirklich allen so geht. Die Musik der Jugend ist die, zu der du die größte emotionale Bindung hast. Und das Lustige ist, selbst Lieder, die du damals nicht gekannt hast, die aber so die Stimmung von damals wiedergeben, empfinde ich dann so, das ist die Musik. Also Beispiel, es gibt die Filmreihe Clerks, kennst du? Mhm. Clerks 1, also im Cinematograph über Jahrzehnte hinweg immer am Monatsende gelaufen. Ich habe es zwar nicht selber konsumiert, aber ja. Ja, und bei Clerks 2 kommt am Ende vom Film ein Lied vor von Soul Asylum, die diesen einen Hit gehabt haben, Runaway Train. Ja. Und die haben, wie ich dann draufgekommen bin, nur ein zweites Lied gehabt, nämlich Misery. Und es kommt am Ende von Clerks 2 und ich habe Clerks 2 damals angeschaut und habe mir gesagt, hey, das sind die 90er in all Lied komprimiert. Genau, das ist da erfasst einfach anhand dieser Klänge, gell? Ja. Und ich habe das Lied aber nicht gekannt in den 90ern, weil Soul Asylum war halt ein Lied. Und seitdem ist es für mich, wenn mich jemand fragt, wie in den 90ern klungen, schicke ich das Lied, obwohl ich es selber gar nicht gekocht habe zu der Zeit. Das ist eine gute Beschreibung, definitiv. Ja. Und ein Ohrwurm. Es ist ein brutaler Ohrwurm, ja. Misery ist wirklich ein arger Ohrwurm. Ja. Nein, das ist wieder anders. Also Runaway Train ist ja das, was man... Das Kommerzlied. Nein, nicht das Kommerzlied, aber das hat man irgendwie satt gekocht. Also da war jetzt ihr Radioleute halt auch schuld, wenn das dreimal die Stunde läuft, dann ist man fertig damit irgendwann. Patsch. Florian, wir könnten, glaube ich, noch ewig weiter quatschen, aber ich habe noch einen Programmpunkt vor, und zwar ein Spiel. Oh Gott. Wir spielen immer bei uns in der Stube und das möchte ich gerne als Hommage an deinen Arbeitgeber machen an die Zeit. Okay. Ihr habt ja auch dem Podcast Alles gesagt, aha, wo Gäste eingeladen werden, die ewig reden, bis ein Signalwort folgt, dass man es rausmacht und dann bricht es ab. Und da gibt es das Spiel A oder B. Sagt er das was? Mhm. Das spielen wir jetzt, wenn du Lust hast. Ist ganz cool für die Zuhörer und Zuhörerinnen, da erfasst man einfach in kürzester Zeit, wer vor einem sitzt. Okay. Bist du bereit? Mhm. Meer oder Berge? Bord. Na, du musst schon oder machen. Nein, musst du nicht. Okay. Dann halt Gardasee. Das ist schon mal ein guter Kompromiss. Passt. Kröstl oder Wiener Schnitzel? Ja, je nachdem, ob ich in Wien oder in Innsbruck bin. Ja. Wiener Schnitzel. WhatsApp oder Signal? Ehrlicherweise WhatsApp, aber mir wäre lieber Signal. Mhm. Ja. Deutschland oder Schweiz? Ey, super. Und jetzt mache ich mal an von jetzt war zum Feind, oder? Liechtenstein. Das steht nicht da. Ja, Pech gehabt. Also Schweiz. Habe ich nicht gesagt. Ich habe es gesagt. Ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. Tivoli oder Baggersee?
Früher mehr Tivoli, heute Baggersee. Metropol oder Cineplex? Metropol. Auto oder Zug? Zug. Halb voll oder halb leer? Halb leer. Okay. Spazieren? Na stopp, Wien oder Innsbruck? Gemein, gell? Ja, gerade aus Bosheit sage ich jetzt Wien. Boah, da war die Tür, gell? Ja. Spazieren oder laufen? Spazieren. Tag oder Nacht? Tag. Inn oder Sill? Sill. Zufall oder Schicksal? Zufall. Wein oder Bier? Bier. Nicht sehen oder nicht hören? Nicht sehen. Nordkette oder Bad Schakofel? Bad Schakofel. Texten oder telefonieren? Telefonieren. Johnny English oder James Bond? James Bond. Buch oder E-Reader? 50-50, aber im Zweifel Buch. Adler oder Murmale? Adler. Hotel oder Camping? Also wir reden jetzt von privat und nicht von beruflich, weil ich privat will jetzt eigentlich nicht auf eine Dienstreise gehen und campen müssen. Aber okay, Camping. Camping. Ja. Slytherin oder Gryffindor? Ich habe keine Ahnung von Harry Potter. Ernsthaft? Ernsthaft. Es ist total, ich weiß, es ist, ja. Oh mein Gott. Ja, es tut mir wirklich, wir können gern bei Star Trek über die Feinheiten des Friedensvertrages zwischen der Föderation und den Cardassianern sprechen und warum die Maquis da als Rebellen organisiert sind, aber ich habe keine Ahnung. Also das ich kann es auf Klingonisch mit dir machen, aber ich habe von Elbisch ging auch. Also Herr der Ringe, generell so Fantasy, nicht deins? Ja, schon ein bisschen. Also ich lese gerade Stephen King, The Dark Tower, das gilt ja auch so ein bisschen als Fantasy. Ja. Aber Herr der Ringe habe ich mal in der Schulzeit angefangen zu lesen. Aber ich weiß, es ist mir total peinlich. Das heißt, du hast die Harry Potter Filme auch nicht gesehen? Doch, ich habe mal 2 oder 3 mit meiner kleinen Schwester geschaut. Und Herr der Ringe? Ja. Oh, jetzt klopft mein Herz gerade erst voll. Das ist oh, aber es ist ja, ich verstehe, jedes ja, seine. Ja, man kann nicht alles. Nein. Ja. Aber Slytherin sind die bösen, Gryffindor die guten. Also Kim, lass uns über Star Trek reden, bitte. Du musst erst was einbauen. Ja. Aber gut oder böse? Was gut oder böse? Jetzt auf Slytherin oder Gryffindor. Ja, das ist schwierig, schau. Weil zum Beispiel bei Star Wars ist es ja so, dass man natürlich zu den Guten halten muss, yeah, so aus ethischer Überlegung, weil natürlich das Imperium, das ist nicht nett. Also, wenn die so einen Planeten in die Luft jagen, das ist nicht okay, was die machen. Aber gleichzeitig haben die viel cooleren Uniformen, die viel cooleren Sachen. Ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Okay, da einigen wir uns drauf. Ja, wirklich. Sehr charmant gedrückt. Ja. Bauch oder Kopf? Kopf. Und zum Abschluss, A, B oder C, Servus, Grüezi oder Hallo? Servus. Brav. Ja, lieber Florian, ich glaube, wir machen da einen Cut. Okay. Was ist das mit meinen Star Trek-Sachen? Nein, es war mir echt eine große Freude. Und vielleicht machen wir dann Teil 2, dann können wir weiter quatschen. Und davor schaust du Harry Potter an. Ja, oder du lernst Klingonisch. Ja, passt. Okay. Das ist ein Deal. Passt. Und jetzt würde ich vorschlagen, wandern wir noch zusammen in die Stadt. Ja. Und schauen uns dein Lieblingsplatz an. Okay. Im Bradl. Jo. Alles passt. Liebe und weiterhin so viel Spaß mit deiner Arbeit. Dankeschön. Und mach sie weiterhin so gut. Danke.